Für diese Trainingseinheit benötigen wir einen Stuhl, Bücher, einen x-beliebigen Rucksack und zwei 1,5 Liter Wasserflaschen. Die folgenden vier Übungen führst du bitte gleich hintereinander, möglichst ohne Pause durch. Und jetzt die entsprechenden vier Übungen. Erste Übung, Kniebeuge am Stuhl in Verbindung mit einem Schulterdrücken. Dafür befüllen wir einmal den Rucksack mit den Büchern. Die können wir nach Bedarf befüllen. Schnallen uns den Rucksack jetzt auf. Nehmen die Wasserflaschen. Jetzt fangen wir mit der Übung an. Ich mache die wieder einmal korrekt vor. Beine etwas breiter als schulterbreit vor den Stuhl stellen. Oberkörper aufrichten, Bauch anspannen. Flaschen bitte einmal auf die Schultern legen. Und jetzt machen wir eine saubere Kniebeuge, indem wir das Gewicht auf der Ferse halten und jetzt als erstes den Po nach hinten rausstrecken. Langsam hinsetzen, hier unten jetzt den Po fester anspannen, Oberschenkel fester anspannen, nach oben kommen und gleichzeitig die Flaschen nach oben drücken. Bitte die Flaschen nicht hier hin drücken, sondern wirklich schön über den Kopf und in dem Moment Bauchnabel reinziehen, so feste wie es geht, den Bauch anspannen, Po fester anspannen und ganz kurz halten. Anschließend wieder zurück und von vorne, von der Atmung her, durch die Nase einatmen beim Runterkommen, hochkommen, ausatmen. Wenn du es ein paar Mal gemacht hast, bitte den Sitz nur noch ganz leicht berühren. Dabei bitte darauf achten, dass die Knie niemals hier nach vorne schieben, sondern immer das Gewicht auf den Fersen halten. Erste Übung also, die Kniebeuge mit einem Schulterdrücken und natürlich mit dem Rucksack auf. Jetzt nehmen wir den Rucksack einmal nach vorne. Nee, machen wir doch noch nicht. Nehmen den Rucksack wieder nach hinten. Machen jetzt die zweite Übung, das Körperbrett am Stuhl mit einem Beinhebel. Einmal vor den Stuhl knien, Unterarme richtig auf die Sitzfläche drücken, Beine nach hinten nehmen, Schultern weg von den Ohren, Bauchnabel richtig nach innen reinziehen, Po fester anspannen, Fersen werden nach hinten geschoben, flüssig atmen. Wenn ich die Position gefunden habe, dann abwechselnd ganz langsam ein Bein anheben, ohne im Rumpfbereich einzuknicken. Wie gesagt, richtig flüssig atmen, Blick schön nach unten halten, keine Schmerzen im Rücken bekommen. Ansonsten die Übung vielleicht mit ein, zwei Unterbrechungen machen, bis du dann im Endeffekt die Wiederholungszahl erreicht hast, die auf deinem Trainingsplan steht. So, dritte Übung. Jetzt aber nehmen wir den Rucksack nach vorne. Ich binde mir den vorne um, setze mich jetzt auf den Stuhl und mache jetzt Dips am Stuhl mit gestreckten Beinen. Hände werden seitlich aufgestützt, Beine nach vorne geschoben, Oberkörper aufrichten, langsam einknicken und wieder hoch. Nase ein, Mund aus. Nase ein, Mund aus. Dritte Übung, also Dips am Stuhl. Vierte Übung, Sprint vor dem Stuhl mit dem Rucksack auf dem Rücken. Sieht so aus, du läufst auf der Stelle so schnell wie du kannst. Dabei bitte unbedingt darauf achten, dass dein Oberkörper aufgerichtet ist, der Bauch angespannt ist. Spannung in den Armen halten und die Arme machen eine Sägebewegung unter Spannung. Dabei arbeiten wir wechselseitig. Das heißt, wenn der linke Arm nach vorne geht, geht das rechte Bein hoch und andersrum. Schöne Spannung halten. Diese vier Übungen machst du jetzt also direkt hintereinander, möglichst ohne Pausen. Die entsprechenden Vorgaben findest du immer neben dem Video auf deinem Trainingsplan. Ich mache die Übung jetzt einmal im Schnelldurchgang durch, damit du siehst, wie das auszusehen hat. Also, erste Übung, die Kniebeuge. Zweite Übung, das Körperbrett. Spannung halten, Bauch richtig reinziehen, Po anspannen.
je weiter du hier nach hinten gehst, desto mehr Spannung hast du im Rücken. Also nicht im Rücken, solltest du mit dem Bauch stabilisieren. Dritte Übung, die Dips. Und die vierte Übung, Sprint vor dem Stuhl. Okay, auf geht's. Kannst mit dem Training starten.